hübsche Gegend hier. Entlang des Weges hat es ein kleines Bächlein, viel Wasser führt es aber nicht. Und hier diese quasi Schotterstraße, etwas unangenehm für bare Füße, aber man ist ja schon etwas abgehärtet. Und dadurch sollte ich es sicher bis oben schaffen. Schauen wir mal, ne? So sieht dieser Weg aus. Befestigte Kieselsteine. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, der kann die Höhtalstraße nehmen. Die führt zum gleichen Ort hinauf nach Ehrendingen. Dort hinten seht ihr das Restaurant Höhtal. Hat natürlich nicht offen heute wegen Corona. Und für mich geht es weiter in diese Richtung, Richtung Ehrendingen. Und ihr seht hier, die Höhtalstraße hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Hier fahren jeden Tag mehrere tausend Fahrzeuge durch. Dieses Hügelchen ist das Tagesziel von heute Nachmittag. Ja, Halbtagesziel muss ich wohl sagen. Ich bin immer noch an der Hauptstraße, aber da vorne geht der Weg rechts weg. Und dann bin ich endlich diesen scheiß Verkehrslärm los. So, da bin ich hergekommen. Nette Gegend mit den Obstbäumen in Blütenpracht. Und da geht es weiter entlang dieses schmalen Wanderweges. Und ich nutze natürlich den Rand, den Wiesenanteil des Weges. Weil es einfach angenehmer ist als hier. Jetzt führt der Wanderweg wieder über eine Teerstraße, aber ich glaube nicht sehr lang. Da etwa 100 Meter weiter vorne sollte es dann wieder rechts abgeben. Und ihr seht hier in Ehrendingen wurde sehr viel gebaut. Menschen wollen in diesem Land leben. Immer mehr Kulturland, immer mehr Natur geht deswegen verloren. In meinen Augen eine schlechte Entwicklung. Ich hoffe, das ändert sich endlich mal, dass man da zur Vernunft kommt. Schaut euch mal diesen schönen Baum an. Ich frage mich, wie viele solche Bäume vor einigen Jahren hier noch gestanden haben, die einfach gefällt wurden. So, die nächste Abzweigung, es geht nicht hier durch, sondern hier hoch, entlang dieser Auffahrt
Ja, mal schauen, wo man da hinkommt. Da unten seht ihr die Gemeinde Ehrendingen. Die geht bis etwa dahin. Und dort hinten, das ist Leggenau. Da etwa. Diese Gemeinde Ehrendingen, die bestand vor einigen Jahren aus zwei Gemeinden. Hier unter Ehrendingen und hier war Ober-Ehrendingen. Und nun haben sich die beiden Gemeinden zusammengeschlossen zur Gemeinde Ehrendingen. Einige Rapsfelder in ihrer gelben Blütentracht. Und hier geht es für mich weiter. Endlich mal die ersten Wege, welche weder gitiert noch geschottet sind, war ich doch 40 Minuten unterwegs und hatte keinen einzigen Naturweg. Jetzt beginnen sie, dank dieses Grünstreifens hier, diesem Feldweg. Aber es ist herrlich da. Ja, schaut mal, die Bäume, ja, die blühen da um die Wette. Diese Apfelbäume, der Löwenzahn, riesige Felder. In der Schweiz nennen wir den Löwenzahn Seustock, weil der Löwenzahn als minderwertiges Gewächs angeschaut wird. Doch dem ist nicht so. Junge Löwenzahnblätter kann man wunderbar in einen Salat machen, in einen wunderbaren Feldsalat. Schmeckt herrlich. Oh, was für ein Tag. Ich habe zur rechten Zeit eine Woche Ferien genommen. Trotz Corona. Die Behörden sagten, man soll nicht weit weggehen. Das mache ich ja nicht. Ich verwende auch keinen öffentlichen Verkehrsmittel. Ich verwende kein Auto. Ich mache alles zu Fuß. Und ich denke, soweit die Füße tragen, soweit darf man auch in der Corona-Zeit umherwandern. Schön. Ja, es ist ein Genuss, auch der Boden hier. Perfekt. So, alle, die zuschauen, ihr verpasst was. Es ist wirklich himmlisch. Nichts hart hier. Auch nicht weich, so genau. Perfekt in der Mitte. Mittelhart. Schön, ja. Ah, aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich denke, ich werde bald mal eine Rast machen und etwas Flüssigkeit zu mir nehmen. Hier die Bärenfraktion. Ja, ja, auch in der Schweiz gibt es große Braunbären. Sogar mit Hubschrauber. Zur Abwechslung mal wieder eine Teerstraße. Und das geht dann irgendwie da hoch. Ich habe keine Ahnung. Manche meiner Wanderungen
die entstehen einfach so, ich laufe los und schaue, wo ich hinkomme. In den Hochalpen ist das natürlich nicht die richtige Art. Dort muss man einen Plan haben, aber hier bei uns bin ich auch schnell wieder zu Hause im Notfall. Hier darf man das einfach so losgehen. Da vor mir zwei Wandervögel, ein Vogel und eine Vögelin. Merkt ihr einen Unterschied zwischen denen und mir? Ja? Ein mächtiger Apfelbaum. Wow! Wie alt der wohl ist. Aber er blüht immer noch wunderbar. Schaut euch mal das an. Wow! Diese Blütenpracht. Wow! Da staune ich wirklich. Die Natur ist wirklich perfekt. Hier hat es eine Höhle. Oder ein Loch. Ich weiß es nicht. Betreten auf eigene Gefahr. Sehr groß ist sie nicht. Sehr groß ist sie nicht, aber ja. Oh, ein kleines Echo. Ja, und dann gibt es hier noch so eine Picknickstelle. Da kann man ein Feuer machen. Feuerstelle. Ich denke, hier mache ich mal eine kurze Rast. Und ergötze mich meines Getränkes. Ah. Der Weg, der ist etwas härter geworden. Ein relativ steiler Anstieg. Die Gegend entschädigt natürlich, aber für die Füße eine Herausforderung. Ne? Bin ich doch schon 1,5 Stunden unterwegs und der Anteil an angenehmen Naturwegen, der liegt vielleicht bei 1%. Sonst nur Teer und Schotter. Tja, liebe Barfußfreundinnen, Barfußfreunde, hier bei mir ist nicht jeder Weg, nicht jedes Gebiet als Barfuß-Mekka bekannt. Aber es geht, ich hoffe, ich schaffe es. Noch ein wenig, noch ein wenig. Und jetzt ist es auch wirklich sehr warm geworden. Ich denke locker 3, 24 Grad Mitte April. Wow. Thank you.
Dann geht es weiter. Stock und Stein. Naja, mehr Stein als Stock. Bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich bis zum Ende schaffe. Ich habe da gewisse Zweifel. Aber ihr wisst ja, ein Barfußwanderer, der hat immer Notschuhe dabei. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt, da geht es einfach nicht mehr. Auf irgendeiner Wanderung. Oh ja, das geht weiter so. Steinig, steinig, steinig. Ich hasse Schotter. So, da hinten bin ich raufgekommen. Und jetzt mal wieder Teerstraße. Und dort oben geht es dann rechts beim Wegweiser. Das wird sicher wieder Schotter werden. Wetten. Da hinten sieht man noch ganz leicht, in der Mitte unten, die Stadt Baden. Ja Leute, ich muss aufgeben. Meine Notschuhe mussten jetzt an die Füße. Es hat hier einfach wirklich nur Schotter. Also diesen Weg, den streiche ich von der Liste der barfußfreundlichen Wege. Es geht jetzt da wieder hinunter. Der Wald wäre wunderschön. Ja. Aber diese Wanderwege hier, die wurden nicht mit sehr viel Liebe erstellt. Ja, das sind einfach Forststraßen, welche man der schweren Maschinen wegen verdichtet hat. Und diese Straßen hier, die sind nicht einmal gut gepflegt. Das ist wirklich übel. Wirklich übel. Ja Leute, das war hart. Das war wirklich hart. Ich muss also zugeben, ihr habt es ja gesehen, für etwa 300-400 Meter musste ich tatsächlich Schuhe anziehen. Jetzt hier der Weg etwas besser. Schuhe wieder weg und ich versuche es mal. Hier noch etwas vorwärts zu kommen, aber ich habe schon etwas Mühe. Also meine Sohlen, die sind müde. Ich spüre eine Müdigkeit. Tja, und hier muss er rauf. Na dann, viel Spaß. Und schon bin ich wieder hier zurück in Baden. Ja, ich weiß, es ist ein etwas abruptes Ende dieser Film hier. Aber das passiert halt, wenn einem der Akku ausgeht. Darum dieses Standbild hier von Baden, des regionalen Pflegezentrums in Baden, welches ich jetzt auf meinen letzten Metern beobachten kann. Ich hoffe, dir hat dieses Wandervideo aus meiner Wohnregion einigermaßen gefallen. Und falls du Fragen hast, kannst du das jederzeit tun. Schreib einfach. Und falls du wirklich findest, ja, das war ein tolles Video, dann mach doch auch mal den Daumen nach oben.
Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Barfuß Schweiz. Es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei sein würdest. Mach es gut und allzeit barfuß bereit. Tschüss!